Wie findest du die Entscheidung über die Produktionsschließung? Unmöglich, unverantwortlich, vor allem nach dem, was man uns bei der Übernahme versprochen hat. Ich finde es sehr traurig, weil als wir damals 2015 in Bosch Familie aufgenommen sind, hat man uns versprochen, dass wir da herzlich aufgenommen werden. Ich überhaupt nicht gut, was Bosch mit uns macht. Ich habe gedacht, damals, wo uns Bosch übernommen hat, dass es uns besser geht. Ich habe eine soziale Firma gedacht. Was hast du für Sorgen? Dass ich meine Familie und zwei Kinder nicht mehr ernähren kann und dass ich da keinen sicheren Arbeitsplatz habe. Meine größte Sorge ist natürlich, den Arbeitsplatz zu verlieren und eventuell auch dann die Mieten nicht mehr zahlen zu können. Und natürlich auch Zukunftsängste für die Kinder. Dass ich Kredit habe und ich kann den vielleicht weiter nicht bezahlen und meine Familie nicht ernähren. Und auch für meine Rente reicht es nicht. Was erhoffst du dir für die Zukunft? Dass wir das nicht so einfach so kampflos aufgeben, also weil es wird immer von Arbeitnehmern verlangt, dass die irgendwelche Abstriche machen müssen und das immer wieder werden wir an die Wand gedrückt. Die Ausbildung zu erhalten, weil nur das ist zukunftsorientiert und Bosch steht in der Verantwortung. Dass der Bosch anders denkt und mit uns was anfängt, zum Beispiel das Produkt hier erhalten oder vielleicht zusätzlich noch was dazu bringt.